And give Hidayah to the mayor of this city. Und dann soll Allah dem Bürgermeister von Ludwigsburg und von Stuttgart, der soll dem zum Islam recht leiten. Amen. Und noch etwas anderes. Ich wollte mal etwas sagen, bitte, Brüder und Schwestern. Erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wollte auch darauf aufmerksam machen. Die Seite, Einladung zum Paradies. Wir werden nächste Woche, inshallah, ein umwerfendes Design bekommen. Wir haben es schon gesehen. Wir müssen nur am Rumklicken. Und ich bitte euch, dass ihr die Seite auch weiter verteilt. Weil natürlich auf Deutsch, das spricht noch mehr Leute an in Deutschland als englische Internetseiten. Und wie gesagt, das wird sich nächste Woche, inshallah, nochmal, inshallah, verbessern, alles. Und dann natürlich, was ich vorher gesagt habe, wir haben Dawa-Projekte und wir können eure Spenden sehr gut gebrauchen. Deswegen könnt ihr jetzt am Ausgang nochmal, wenn jeder nur einen einzigen Euro gibt, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Deswegen danke ich euch recht herzlich. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik. Und gibt es hier irgendjemanden, der gerne Islam annehmen würde oder der vielleicht noch irgendwelche Fragen hat? Wir können auch gerne persönlich mit ihm reden. Ist jemand hier? Ja? Willst du nach vorne kommen? Stand up. Komm nach vorne. There you go. Bring him up. Takbir! Let's get up. Richtig mit Kamera da. Ich habe mich mal fragen, inshallah. Fernsehen von YouTube. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier, weil das so lang geht. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Hier sind einige Fragen. Für mich, ja. Ich weiß. Do you speak English? Okay, yes. Er hat mal Fragen. Hier sind einige Fragen. Ja, ich habe eine Frage. Er hat eine Frage erstmal an dich. Do you believe there's really a God? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Any doubt in your mind? Hast du irgendeinen Zweifel, dass es einen Gott gibt? Okay, this is the first important question. Das ist die erste wichtige Frage. Second question is, do you believe he's one? Glaubst du, dass er ein Gott ist? Any doubt? Kein Zweifel. Okay. And third question, do you want to really do what he wants you to do? Willst du wirklich das tun, was er von dir verlangt? Ja. Now, did you understand what I was saying tonight about the relationship? Hast du das verstanden, was er heute Abend gesagt hat, von der Verbindung von uns zum allmächtigen Gott? Hast du das verstanden? You do what he wants you to do. Dass du das tun sollst, was er von dir will. And this is what you want? Yes, this is what you want. And that, that's the most important part. Das ist die wichtigste Frage. If you're willing to do that, you're already Muslim. Dann bist du ein Muslim. An der Tür zum Islam. You're already there. Du bist schon da. Because this is inside. Denn das ist in dir. The thing that you say out loud is to das, make a declaration das, was du that aussprichst, I want to enter the door. Das, dass du eine Bezeugnis gibst, dass du diese Tür eintreten willst. And I want to begin to learn more and do more. Dass du mehr lernen willst und mehr tun willst. But we never say we know everything. Wir sagen nicht, wir wissen alles. Wir wissen nicht alles. We're all unlike you. We're all walking on a journey trying to learn. Wir gehen alle auf einer Reise und wir wollen lernen. But everything is one step by aber one alles step ist ein Schritt und ein Schritt und ein Schritt. Have you heard about Prophet Muhammad? Hast du vom Prophet Muhammad gehört? Yeah. Do you believe he was a messenger? Glaubst du, dass er ein Gesandter war? You don't believe the Son of God. Wir glauben das, yes. Is there any doubt in your mind that he was given the right message? Hast du Zweifel, dass er die richtige Botschaft gegeben hat? He's giving the message that believe in one God and worship Him. Die Botschaft, dass man einen Gott anbeten soll und so weiter. Nein, das überhaupt nicht. Da gibt's keine Zweifel. Oder in anderen Dingen Zweifel? Nur an dem, was ich jetzt selber habe, an dem Christentum mit der Dreifaltigkeit und die Sache, das verwirrt mich alles ein bisschen. Und ich weiß, dass es nur eine Wahrheit gibt, einen Weg. Ja. Aber mir fehlt der ganz kleine Schritt, dass ich sage, zack. Also, here's the hope bit because of Trinity. What you heard, he needs only a small step. Okay. Die Trinität. Is comprised of three things. Besteht aus drei Komponenten. They say there's God is in there. Gott, Spirit is in there. Der Geist, and Jesus is in und there. Jesus ist da drin. Okay, but Jesus never said it. Aber Jesus hat das niemals gesagt. And the word Trinity is not in the Bible. Das Wort Trinität ist nicht in der Bibel. In fact, tatsächlich, I've learned this myself, er hat das selber gemacht. Und ich kann dir sagen, the whole concept dass das ganze Konzept offiziell
gemacht wurde, in der römischen Kirche, in der katholischen Kirche gemacht wurde, 325 nach Christus. 325 nach Christus wurde es erst bestimmt. Und das wurde den Menschen aufgezwungen. Er hat das mitbekommen. Die mussten es sagen. Das war die römische Kirche. Es wird immer noch heute die römische Kirche genannt. It was their law. Es war ihr Gesetz. They had a triune God and a triune and drei, denn die hatten dann drei einen Gott und dann drei einiges Government, also Regierung. The quote we have in the Bible said that Jesus was asked, das, wo Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot, wurde Jesus gefragt. He said to know, O Israel, the Lord your God is one. Israel, euer Gott ist ein Gott. And you have to worship him. Du musst ihn dienen. With all your heart. Mit deinem ganzen Herz. All your mind. Mit deinem ganzen Verstand. And all your strength. Mit deiner ganzen Kraft. And never said three. Man hat niemals drei gesagt. Now, the people who try to say this even added Menschen, a verse die das to the sagen Bible. Wollen, die haben sogar einen Vers in die Bibel hinzugefügt. About 600, 700 years ago. 600, 700 Jahren. They added a verse. Sie haben einen Vers dazu to make it look like Trinity. Damit es aussieht wie Trinität. These three are one. Diese drei sind eins. It's not a regular gospel. It's es called keine, a letter keine from John. John sondern es wird Johannes 1. Erster Johannes. Es gibt drei, die im Himmel Zeugnis ablegen. The Father, the Son, and the Spirit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. But this was added. Aber we know dies wurde hinzugefügt. We know when they added it. Wir wissen, wann es hinzugefügt wurde. Und wir wissen, sie haben es hinzugefügt. It would contradict what Jesus said das anyway. Widerspricht dem, was, Allah, was Jesus also gesagt hat. In the book of Deuteronomy, in the Old Testament. Im Deuteronomium-Buch, im Alten Testament. Moses said the exact same Moses words. Sagte genau dieselben Worte. Know, O Israel. Wisst du Israel, Shema Israel. The Lord your God is one Lord. Der Herr, euer Gott, ist ein Gott. This is in chapter 6 in das ist in Kapitel 6 in Deuteronomium. Das ist das fünfte Buch Moses. Right in the very beginning of Deuteronomy. Ganz am Anfang. Das kannst so, du lesen. This is what we're saying, the same thing. Das ist was wir sagen. Es gibt nur einen Gott. You worship him with all your heart, all your mind. Und mit deinem ganzen Verstand, deinem ganzen your, Herz. Strength. Und deine ganze Stärke. If you want to do that, that's Islam. Wenn du das tust, das ist Islam. You want to do what he wants you to do. Wenn du das tust. All you're going to do tonight is say das, out loud what's already in your heart. In deinem Herz ist. When you do, wenn du das tust, he gives you the next step, dann gibt er dir den nächsten Schritt. Und den nächsten Schritt. Und den nächsten Schritt. Und wir sind dann noch immer an deiner Hilfe. Das ist nicht zwischen dir und uns. It's between you and him. Zwischen dir und Gott. Und wir sind gerne an deiner and Hilfe. Feel it in here, you du fühlst know es hier, right. Wenn du weißt, dass es richtig ist. Du weißt das selber, richtig? Ich weiß es selber. Ich merke es selber. Willst du es? Completely up to you. Ich kann mich, ich lasse mich von... Wenn ich nicht merke, dass es das für mich ist, dann weiß ja. Ich, es ist nicht falsch. Ich okay, willst du es jetzt machen, den Schritt? Ich sage es vor und du sagst es nach. Und dann bist du inshallah bei uns drin. Eine Frage habe ich. Ja, bitte. Wer beweist oder wer sagt hundertprozentig, die Bibel zum Beispiel sagt, die Frau ist umgeändert worden? Ja. Von menschlicher Hand. Er sagt, wo der Koran das sagt. Oder wer beweist, dass der Koran nie verändert oder. Okay, erstmal, Allah sagt, he asks, who says that the Quran is not changed? Okay. This is not the subject yet. The first subject is about God. Purify your heart and your mind. He'll show you that. Die erste Sache ist nicht das, sondern die erste Sache ist über Gott. Wenn du deine Seele reinigst und dein Herz reinigst, wirst du die Antwort bekommen. Once you're in tune with him, what he's sending ihm out to you, einer Sache bist, because this is your relationship. Das ist deine Verbindung. As soon as you take one step, you'll get the next and the next. You'll be okay. Dann gehst du weiter Schritt. Aber es ist auch but noch, for sure, you aber can't ganz prove sicher. Anything tonight one way or the other. Du kannst jetzt heute nicht beweisen, so oder so. And nobody's asking you to do that anyway. Und keiner verlangt das von dir. The only thing you do tonight is das Einzige, was du heute willst, ist der erste don't Schritt. Try to take step number 12 before du willst nicht you take den zwölften Schritt nehmen, bevor du den ersten Schritt genommen hast. You believe there's one God. Du glaubst, es ist ein Gott. You want to do what he wants you to do. Du willst das tun, was er will. Say it. And then watch, he'll give you the next thing. Because you're not saying, you're not confirming more than this tonight. Du bestätigst nicht mehr als das heute Nacht. Bist du bereit dazu? Aber ich kann dir auch noch was anderes dazu sagen. Guck mal, selbst die Kuffar, ein John Burton auf Seite 239 von seinem Buch The Collection of Quran sagt, es ist kein einziger Vers vom Koran, der nicht von Muhammad ist. Rudi Parat, ein Nicht-Muslim,
der berühmteste Wissenschaftler, er sagt in seinem Buch, sein Vorwort, deutsche Übersetzung, German Translation, sagt er, wir haben keinen Zweifel, das ist einer, der es verforscht hat, von Nicht-Muslimen, wir haben keinen Zweifel, es ist ein einziger Vers, nicht von Mohammed stammt. Wir haben heute Bücher, Manuskripte von der damaligen Zeit, die heute in Taschkent und in Istanbul und Museen sind, die genauso sind wie der Koran jetzt, die zur Zeit von Uthman entstanden sind, die genau gleich sind. Und Allah sagt im Koran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Bist du bereit, den Schritt zu machen, inshallah? Ich will das machen. Okay, ich sage es vor, inshallah. You want to make sure? I say it for, okay? Inshallah. Let's be sure that you understand. Ein bisschen nervös bin ich. Das kann ich, ich sage es langsam vor. Don't be nervous. Yeah, yeah, don't worry about that. We want to be sure you understand this is only step one. Das ist der erste Schritt. Wir wollen nur, dass du verstanden hast, dass das der erste Schritt ist. Und wir sind natürlich gerne für dich zur Seite, für Hilfe. And you take the next steps, und den nächsten when Schritt ready. Machst du, wenn du bereit dazu bist. And you, we'll give you the books, okay. We'll give you the, wenn wir dir die Bücher the geben DVDs, und so weiter, wenn wir dir die DVDs need, geben. We're gonna help you and answer questions. Okay, inshallah. Bist du bereit, ja? You want to? In the middle, in the... Just okay. Do it in the... Komm, first inshallah. Ich sage es ganz langsam vorher. Du hast, guck. Okay, wir gehen das nochmal kurz durch. Du bist entschlossen. Wenn ich bezeuge, Ashhadu an la ilaha illallah. Es ist deine Wahl. Ja, du bist sicher, es ist deine Wahl. Kein Zwang. Du bist bereit, von deinem Herzen das zu machen. Das ist, geht um deine Verbindung mit Gott. That's ja. What it's about. Okay. You're only confirming this. Und du bestätigst nur deine Verbindung mit Gott. Step one. Das ist der erste Schritt. Wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah. No, you do it in his language first. Ja, das bedeutet, niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Ja? You just say, I'm going to bear witness to what I said. Ja. Und ich erkläre dir das genau. Ja? Also, ich bezeuge, dass keiner das Recht angebetet zu werden außer Allah. Wenn du sagst, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, okay? Ich sage zuerst auf Deutsch und dann sagen wir auf Arabisch. Ja? Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Diener und Gesandte Allahs ist. Jetzt, das ist der arabische Teil. Okay. I don't want you to know it's the exact same thing. Das ist genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Also es ist kein Trick, es ist dieselbe Sache. Okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Allah. Wa Ashhadu Anna Muhammad. Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. 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 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Sie wollen das Licht Allahs mit ihrem Mund erlöschen, doch Allah wird sein Licht voll zur Geltung bringen, auch wenn es die Ungläubigen hassen. Alhamdulillah. Takbir! Wait, one last question. Yes. Letzte Frage. One last question. Letzte Frage. Who's next? Wer ist der Nächste? No, we can come down. We'll come we can. We come runter. We come runter. We come runter. All right. Okay. Hallo, Schwester. Du kennst das auch schon alles. Du bist entschlossen. Du weißt, das ist der erste Schritt, den man geht. Ja, und du bist fest überzeugt. Du hast das auch verstanden. Du glaubst, dass es keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer der allmächtige Gott Allah. Und du glaubst, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Okay, also bist du entschlossen, von eigener Wahl das zu machen. Und aufregend. Okay, ich sage das erstmal auf Deutsch. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah.
Und ich bezeuge, dass Mohammed der Diener und Gesandte Allahs ist. Der Diener und Gesandte Allah ist. My turn. Okay. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. An Muhammad. An Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Something very important so that they'll know what they just did and what to do next. Translate. Ich möchte für meine neuen Muslime, für uns, etwas erwähnen, damit sie wissen, was sie jetzt zu tun haben, was sie als nächstes zu tun haben. First of all, know that on this spot, on this day and at this time, Allah has forgiven every mistake you ever made. Ihr müsst wissen, dass an diesem Zeit, zu diesem Punkt, Allah alle Sünden vergeben hat, die ihr jemals getan habt. Alle Sünden, die ihr jemals gemacht habt. Komm, Bruder. And Allah subhanahu wa ta'ala turned your speedometer back to zero. Und Allah hat deine Sündenkonto zurück nach zero, zu null runtergebracht. Brand new. Ganz neu, neu geboren. You get to keep your brains. Jetzt muss man nur den Verstand etwas benutzen. And you get to keep your good deeds. Und mit guten Taten weitermachen. No bad deeds. Keine guten, schlechten Taten. And a bonus. Und noch ein Bonus. You get direct connect. Du hast die direkte Verbindung. What is direct connect in Was Islam? Ist direkte Verbindung im Islam? The word in Arabic for connection, like when you make a cell phone call, is salah. Der Wort im Allah für Verbindung im Islam ist salah. Arabic. Salah. Salah. Das heißt auf Arabisch As-Salah. Yeah. Das Gebet. So Salah, das Gebet, like this, das wir so pray, machen, wenn wir beten, one of the meanings is connection. Eines der Bedeutungen davon ist Verbindung. You have your connection with du your hast Lord. Jetzt deine Verbindung mit Gott. No more you have to go through something else, du musst nicht durch irgendjemand anderen gehen, keinen Vermittler und so weiter, which you never got there anyway. Den es sowieso nie gab. But now it's direct between Aber you jetzt and ist Lord. Ganz direkt zwischen Inside dir und Gott. Here you can feel Im it. Herz, du kannst you es fühlen. Know in here du weißt, You feel, du fühlst es, it's clean. Ich bin rein. I got a new chance. Ich habe eine neue Chance. So this is beautiful for you. Das ist schön für euch. And everybody here today und jeder, der hier ist mit uns, also got benefit from you auch einen Islam. Nutzen von euch bekommen, dass ihr den Islam angenommen habt. We are very happy for you. Wir sind sehr glücklich für euch. And we look to see these beautiful faces glowing on the day und of wir hoffen, diese schönen Gesichter am jüngsten Tag strahlen zu sehen. And we warn you about one thing. Und wir warnen euch vor einer Sache. That Allah will test you now. Dass Allah euch testen wird jetzt. But be sure that it's not because of anything except he said it in Quran. Aber das wird nur für eine Sache sein, die er im Koran erwähnt hat. Do they think they'll be left alone because they said we believe? Denken Sie, dass sie alleine gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben? And that Allah is not going to put them in a test. Und dass Allah ihnen keinen Test geben wird. For sure, Allah will test them. Weil sicherlich Allah wird sie testen. As he tested the people before so them. Wie er die Menschen davor auf die Probe gestellt hat. To show the ones who are truthful. Um diejenigen zu zeigen, die wahrhaftig sind. And those who are the liars. Und diejenigen, die Lügner sind. So may Allah always keep you truthful. Also möge Allah euch immer wahrhaftig And Allah halten. Always keep your feet on the straight path. Und möge Allah eure Füße immer auf dem geraden Weg halten. And give guidance to all of us. Und möge Allah uns allen Rechtleitung verschaffen. Because there is no guidance. Denn es gibt keine Rechtleitung, außer die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Our prayers are with you. Unsere Gebete sind mit euch. And our love is with you. Und unsere Liebe ist mit euch. Denn wir lieben alle unsere muslimischen Brüder und Schwestern. In a special way. Auf eine spezielle Art und Weise. I love you in Allah. Wir lieben euch für Allah. For all of us. Wir lieben euch für Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. One last question. Eine letzte Frage. Who's next? Wer ist der Nächste? Danke. Ach, Alhamdulillah, das hat mich sehr gefreut. Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah, das ist die Telefonnummer.
Hier, beglückwünsch mal den neuen Bruder. Beglückwünsch mal den neuen Bruder. Inshallah, aber unten, inshallah. Komm, geh mal runter, inshallah. Bruder, ich will nachher, bitte, damit ich dich immer kontaktieren kann, inshallah. Beglückwünsch mal den neuen Bruder, inshallah. Seid mir! Ist nicht noch einer da? Kann sich noch einer die Freude machen heute? Er ist der deutsche Meister im Ringen. هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء